So, hallo und herzlich willkommen zur 7. Etappe. Heute geht's von Chamberlain nach Brighton, 226 Kilometer. Wir sind bei der 7. Etappe der Tour of Britain. Pascal ist wieder mit dabei. Ich spare mir heute meinen Ausreißer. Ich sehe es ein. Es ist doch immer dasselbe. Macht halt einfach definitiv keinen Sinn. Nee. Aber ich habe halt einfach nicht die Fahrer. Heute eine ziemlich hügelige Etappe mit zwei kleinen Stichen am Ende. Vielleicht geht ja wieder was für Rafa Struy. Mal schauen. Und die letzte Etappe wird ja dann das einzige Zeitfahren sein. Und ich meine, Rafa Struy ist halt einfach ein klasse Rennfahrer. Ja, das muss man ihm halt einfach lassen. Ich glaube, Jean-Claude würde ihn wirklich so nennen. Oder er wird auch mich so nennen. Das Ding beim Struy ist halt, ich finde den echt nicht schlecht, weil der halt eigentlich durch die Bank weg solide Werte hat. Der kann sprinten, der kann Hügel, der kann Zeit fahren. Also, ist halt schon nicht schlecht so. Ist praktisch wie Sagan, nur bei allem 12 Punkte schlechter. Ja, aber passt schon auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Ja, definitiv. Ja. Und ich sag mal, für Lau passt ja eigentlich nichts. Für Lau sozusagen. Ja, der war ja damals schon bei Skydive mit dabei und wir haben ja einfach nur den Vertrag die ganze Zeit verlängert. Stimmt, aber man muss sagen, dafür... Wobei, ich habe den gar nicht verlängert. Nee, der hatte immer noch einen Vertrag. Ich bin ja jedes Jahr, habe ich ja ein PCM geswitcht bis jetzt. Ist ja echt so. Wir haben ja beim PCM 16 angefangen, dann haben wir zum 17er geswitcht und jetzt switche ich ja wieder. Schleichwerbung für die Switch. Junge, nächstes Jahr Tour de France Spiel, jetzt bleiben wir auf Dings, gell? Auf Nintendo Switch. Würde man dafür rauskommen, es wäre ja schön. Was für schön, haben wir auch. Dann könnte man Tour de France auch in der U-Bahn spielen. Ach, so. Ach, Digga, ohne Scheiß, das Spiel wird öfters hängen bleiben, als ich hängen geblieben bin, Alter. Meinst du es? Hat doch nicht so eine geile Grafik. Ah, Bruder. Switch schafft es sogar, hängen geblieben zu sein. Bei FIFA. Das stimmt. Aber ist okay. Es ist dran. Vielleicht ich ist weiß die auch Switch wie. Zu schlecht, um das Momentum zu berechnen. Kann sein. Ich weiß noch damals auf, ich weiß gar nicht, es gab mal einen FIFA-Teil, der gab's für die Nintendo Wii. Ja. Oh mein Gott. 10 oder sowas, glaube ich. Oh mein Gott. Also wirklich, ne, wer danach Selbstmordgedanken hatte, ich hab ihn verstanden. Da kennst du das, man denkt sich so, ey, für Nintendo, das muss ich mal sehen. Das. Dann hinterher denkt man sich, naja, ich hätte es nicht unbedingt sehen müssen. Mein erster Eindruck bei der Switch war eigentlich, und dann machst du deinen Internetbrowser auf und dann kommt dir diese scheiß Sky-Homepage entgegen. Wollte ich sagen? Achso, das ist ja bei Nintendo immer so, ey, Call of Duty für die Nintendo, FIFA für die Nintendo, und dann bei der Switch muss ich auch sagen, so, das Offline-Gedöns war jetzt auch gar nicht so schlecht, so auch so grafisch. War halt viel, viel schlechter als auf PS4 auf jeden Fall. Dann fängst du halt so an. Ich meine, ich sag mal, so ein Casual-Spieler wird es jetzt wahrscheinlich nicht so finden wie ich. Mhm. Aber wenn dann diese ganzen kranken Kombinationen da so aufbaust, dann denkst du so, Junge, der passt einfach dahin, wo er Bock hat, weil diese die Schnelligkeit der Eingabe versteht die Switch halt einfach nicht. Und das ist halt, ja, das ist halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie schon arm im Jahr. Ich meine, das Ding ist halt einfach, das ist die neueste Konsole von allen. Ja, das stimmt. Und, ja. Das Problem an dem Ding ist halt einfach, dass es keine Heimkonsole ist, von daher. Ah, Bruder, ist ein. Ja, so halb. Atomdeal gekündigt. Neue Sanktionen gegen Iran. Knallharte Ansage vom US-Präsidenten. Der hat YouTube-Video gemacht, hat geschrieben: Ansage an Rouhani. Rouhani war der Sprinter. Hat das Video so eröffnet: Double Peace. Double Peace, Leute. Heute mal eine fette Ansage an den Iran. Was glaubt ihr eigentlich, wenn ihr verarschen wollt? Soll dieses Angebot ein. Oh Mann, ey. Stell dir mal vor, Tanzverbot wird irgendwann Bundeskanzler. Nein, ich möchte das gar nicht vorstellen. Doppelpeace, Leute. Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Wir hatten, was das Bruttoinlandsprodukt
Ganz ehrlich, ich habe zu früh die Schule abgebrochen, um das zu wissen. Ist mir scheißegal. Oh Mann, ey. Hoi Min Son, ey. Hoi Min. Hoi Min Hong. Wie hieß nochmal die Radsportseite? John Hoi Min. Die Wiederholung von gestern. In Cycle. Hast du es verstanden? Ja, in Cycle. Ich bin ein Profi, was das angeht, weil ich rufe auch immer jeden Morgen, schicke ich einem Dummy Sprachnachrichten mit. Ja. Hallo, hier war dann von Thailand. Hab eine neue Nummer. 0.1. So, ist das schon rassistisch oder ist das noch lustig? Ich würde nicht sagen rassistisch, aber sehr vorurteilhaft. Aber was, wenn Vorurteile ständig bestätigt werden? Ist es da noch ein Vorurteil? Weil auch dieses Was, alle, was, was? Ist ja irgendwo kein Vorurteil mehr, wenn du 5000 Türken kennenlernst. Gut, ist ein bisschen übertrieben. Sagen wir mal 100 Türken kennenlernst und von 199 so sind. Wenn von 199 Türken so sind, dann muss man einfach sagen, dann muss man halt einfach alle Kanaken über einen Kamm scheren. Das sind einfach alles Vollidioten. Also nein, also jetzt mal wirklich nicht, ich meine natürlich jetzt nicht die normalen, die sich hier normal verhalten wie meine Nachbarn oder sowas. Ja. Aber es ist ja wirklich so, sobald du rausgehst und siehst so fünf Schwarzköpfe, man muss dazu sagen, ich bin selber einer, bevor es hier heißt, du unterstützt Nazis, ich bin selber einer von denen irgendwo, wenn dann sofort, du läufst an denen vorbei und du hörst, uff, alle Hurensohn, alle, was, Chaya, Morka, weißt du, und das halt einfach, und das du kannst wirklich durch Hanau laufen, siehst 10 dieser Gruppen und du hörst einfach bei 10 Leuten dasselbe hören. Dann ist es halt auch einfach kein Vorurteil mehr, weil das ist einfach eine Bestätigung, dass diese Leute, die hier sind, einfach nur Vollspasten sind. So, natürlich, die Chinesen, das ist jetzt auch kein Vorurteil, oder die Asiaten, die können ja nichts dafür, dass sie, ich meine, die sind froh, wenn die Deutschen irgendwie auf die Reihe kriegen, was sie machen. Ja. Aber das ist schwierig. Ich sag halt immer so, die Leute, die sich, ich mache mich darüber auch nicht lustig. Ich finde das, ich, keine Ahnung, ich finde das irgendwie sympathisch, wenn die so reden, so. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, ich sag jedem, der sich da so voll über irgendwie drüber lustig macht, dass die den halt noch reden und nicht so reden, der, dann geh halt mal nach China und red mal Chinesisch, du Spast. Ja, ist echt so. Will ich nämlich mal sehen. Das ist ein Argument, ja. Ja. Da würden wir nämlich auch erstmal drum gucken. Ja, das Ding ist, lach einmal über Kim Amana und wenn du, mach den einmal nach, wie der Deutsch redet, alle, warte mal, was mit dir passiert. Hast dein letztes Mal gelacht, du. So ist das. Oh Mann, was sagst du eigentlich dazu? Hm? Sagst du eigentlich dazu, dass Payable auch aktuell Fünfter ist? Das, ja. Freut mich sehr für ihn, aber es wird nicht so sagt bleiben. Sagt viel aus, Digga, sagt viel aus. Ja, so. Sagt viel aus. Er ist einen guten Prolog gefahren, das muss man ihm schon lassen, aber. Ah, Pisse. Aber ich denke, morgen kommt ja die Aetna-Etappe. Na, ist vorbei Aetna. Mit Platz 5. Also, wenn er da noch Fünfter bleibt, dann habe ich wirklich Respekt vor ihm, aber ich glaube nicht. Das ist so eine Sauerei mit Eurosport, ne? Was jetzt? Dass sie einfach fürs Internet einfach Geld kassieren. Tja. Ich meine, wenn man wenigstens Exklusivmaterial hätte. Ja, das weiß ich halt nicht, ob du dann auch die Sachen, die Eurosport 2 zeigt, auch sehen darfst oder das. Keine Ahnung. So gut informiert. Ich habe nämlich gesehen, das Programm von denen ist halt schon geil. Fängt halt, die fangen halt um 11 Uhr an, den Giro zu zeigen oder um 11:30 Uhr und dann. Da kannst du halt einfach auf der Arbeit gechillt in Giro gucken, aber 6,90 €, wenn du es morgen... Ja, aber das Ding ist halt einfach, für sowas Geld zu verlangen. Und, dann, ja, und das ja, Ding natürlich. Ist ja, wahrscheinlich läuft dann trotzdem noch Werbung, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Also, muss ich halt echt sagen, ne, der Zaun, droppst so dermaßen raus, da läuft einfach nie Werbung, nichts. Ja, ist echt so. Warum es lohnt halt einfach so 9 € im Monat und... Ich glaube, es würden sich auch weniger Leute über den Rundfunkbeitrag beschweren, wenn die einfach neben der Tour noch die anderen Radrennen zeigen würden. Ist so. Ich schwöre. Ja, aber wenn die halt auch mal irgendwie was anbieten würden. Na? Ja, nicht. Mal, wenn sie mal ein bisschen flexibler wären. Mann. Bitte nicht. Oh Mann. So, ich musste jetzt leider die österreichische Nationalmannschaft bestätigen. Wir nehmen mal, okay, wir haben 8 Fahrer in der Vorauswahl, 7 dürfen wir mitnehmen. Ich habe gar keine Ahnung, wer alles ist. Ach Bruder, das erwarte ich auch nicht von dir. Wir nehmen mal Patrick Konrad mit, den Lukas Börselberger, Ricardo Zeudel, Michael Gogel, Josef Stari, weiß ich nicht. Ja, der ist halt aus unserem Team, ne?
Ich hasse mich dafür, dass ich immer, wenn ich eine WM fahre, immer jemanden aus meinem Team mitnehmen muss. Ich bin so ein Spacko. Oh, ich nehme ihn mit. Dann Stefan Denifel und Gregor Mühlberger nehmen wir mit. Und fürs Zeitfahren. Zehn. Ach so, ja toll. Fürs Zeitfahren habe ich drei Fahrer vorausgewählt und muss drei mitnehmen. Ja toll. Sinnvoll. Was ich halt dumm finde, das ist auch so ein Ding. Ich würde mir wünschen, dass es beim nächsten PCR mal raus draußen ist. Du siehst ja bei deiner Nationalmannschaft nicht, wie die in Form sind. Das machen die, weil ja, die fahren ja für ein anderes Team, dann siehst du ja, bla bla. Aber ganz ehrlich, wie soll ich dann. Ich muss immer raten, wer könnte in Form sein, wer nicht. Das ist. Finde, Ja. der auch rausnehmen könnten, wäre einer Scheiße. Warte mal, wir machen kurz den Ladescreen und Ja. dann rasieren wir Geht's. weiter. So, da sind wir wieder. Du wolltest was Oder sagen sind über wir auch. PCM, oder? Ich habe gesagt, die sollten vielleicht mal im neuen PCM den er schon drin lassen. Vielleicht auch, dass man sagt, dass der vielleicht ein bahnbrechender Trainer will oder keine Ahnung irgendwie, aber halt, dass sie sich mit dem Trainer dann plötzlich nicht mehr verstehen und sowas. Also es ist halt bei so einer Fahrerzahl, fuckt das halt einfach nur ab. Finde ich halt. Also es gibt halt einfach Dinge, die halten einem unnötig auf. Ja, zum Beispiel bei FIFA, dass man die Werte im Karrieremodus nicht sieht. Genau. Aber ich sag mal so, Behindert. nur weil, sagen wir jetzt mal, ich habe jetzt zwei Trainer, ja, ich meine, die kosten ja auch Geld. Ja. Mein POV wow kommt jetzt mit beiden nicht klar, Junge, als ob ich einen neuen Trainer für diesen Hurensohn einstelle. Ja, muss ja im Prinzip. Oder halt Ja, nicht, dann ich entwickelt er sich weiß. halt nicht. Ja, aber das ist so ein Schwachsinn. Ja. Stell dir vor, Real Madrid sagt jetzt, Vasquez, der kommt mit sie, oder der kommt mit sie dann nicht klar. Ah, Bruder, warte mal, kein Problem, er schmeißt sie dann raus, wir holen neue für dich an, oder? Ja, Junge. gut, im Fußball ist ja nur ein bisschen anders. Da gibt es ja nur einen Trainer. Ja, Aber natürlich. eigentlich Na hast du gut. recht. Gibt aber schon einen Torwarttrainer. Gibt es für gewisse Übungen, gibt es ja auch nochmal, aber es ist Ja, ja das ein stimmt. Coach und so. Ne? Aber so rein prinzipiell ist dann halt so die Frage, okay, geht jetzt der Fahrer oder geht der Trainer, was soll man machen? Ja. Was halt. Den Keine Trainer hast du Ahnung. halt beim PCM schneller gefeuert, ne, als ein Fahrer. Ja, Ich natürlich, meine, aber ich Fahrer sag. kannst du theoretisch auch schnell feuern, aber es kostet halt. Ja, aber ich sag mal so, also jetzt mal im echten Leben wäre es doch dann eigentlich so. Sagen wir mal, ich wäre jetzt echt unzufrieden mit meinem Coach. Ich bin ein Sprinter und mein Sprintcoach fuckt mich einfach ab. Dann stelle ich ihn einmal zur Rede, sage dann zum Verein, ey Jungs, ich komme einfach so nicht klar, ich werde so nicht besser, ich gehe nächstes Jahr weg, aber ich reiß mich dann zusammen. Aber es ist halt auf dem Spiel schwer zu programmieren. Ja, aber Ja. auch nicht unmöglich, also. Ja, aber halt einfach zu sagen, ey, wenn er sich mit dem Trainer nicht versteht, dann entwickelt er sich einfach gar nicht. Ja, Mann. Ja. Unbelievable Hurricane. Unbelievable. Okay, Bruder, erzähl, wo sind wir? Wo bist du? Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, okay. Das Lustige ist gerade, wie ich. Ah, nicht ganz. Aber wir Und die starten ist da. fast drei Fahrer von mir hintereinander. Ja. Gerade. Und zwar Hutarovic, Smorka und Camberet. Aber das Zeitfahren ist tatsächlich gar nicht so lang. Es sind nur 8,8 Kilometer. Also ist jetzt nicht die Welt. It's Hutarovic. Meinst du, And he's going from the left side. Manchmal. Ich habe gestern übrigens die vierte Etappe bei Tour de France gewonnen. echt? Ja. Mit wem? Alejandro, Ja, aber das ist ja auch keine Kunst, ne? Ach komm, Mit jetzt kommen schon Spaß. wieder die Dinge. Ich habe auch Champion gefahren, Wow. Dann bist du jetzt ein Mann. waschechter Champion. Ja. Man Ich bin einfach nur hängen. muss das Kind auch mal beim Namen nennen. Mein So, Bruder, das Kind Smorka ist im Ziel und der ist beim einfach Zweiter aktuell. 3 Sekunden hinter Marc Fournier von FDJ. Ding. So, jetzt müssen Einfach wir ein Ding. bisschen simulieren, bis Rafa Stui dann auch von der Rampe geht. Ja, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Achso, PCM. es ist ja gerade Zeitfahren, ne? Ja, genau. Ja, also nein, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht gespannt. Nein? Also ich bin zwar gehypt wie immer, Ja.
Oh mein Gott, liebe Erde, liebes Wetter, lass mal ein bisschen kühle Luft hier, ne? Aber es ist halt einfach, es ändert sich ja grundsätzlich nicht viel in den Games. Ja, das stimmt. Das ist halt so, wo ich halt auch, ich könnte jetzt auch sagen, ich bin mega gehypt aufs neue Tourspiel oder auf, oder gespannt auf FIFA 19, aber es wird dasselbe sein. Nur der Schwanz von EA wird halt ein bisschen noch härter sein, aber ich meine, so jetzt bei Pro Cycling Manager, die werden wahrscheinlich irgendwelche Dinge verändern, die halt einfach unnötig sind. Vielleicht ein, zwei Dinge machen, die vielleicht gut sind, aber um die man halt auch hätte leben können, aber so. Das ist halt auch schwer, so in einem Jahr. Was sollen die halt, weil das Spiel steht ja an sich, die werden grafisch nie was ändern, halt. Das, also klar, ein bisschen besser natürlich, aber. Wobei es in der Vergangenheit immer so war, dass alle 3 Jahre beim Pro Cycling Manager mal so eine Radikaländerung vorgenommen wurde. Und Okay, das der kann müsste sein. jetzt eigentlich wieder sein, wenn sie so bleiben halt Kann mit sein. diesen Also 3 Jahren. laut FIFA-Theorie müsste FIFA 19 jetzt auch gut werden, aber. Nein, also ich wüsste jetzt halt auch nicht, was die verändern. Also ich finde das mit den Transfers finde ich halt einfach beschissen geregelt, aber das werden die eh nicht ändern. Bei FIFA oder was? Oder wo Nein, nein, willst du nein, den nein, 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 PCM? bei Pro Cycling Manager. Dass Ja. die Transfers, dass ich keinen Spieler kaufen kann, sondern nur sein Gehalt erbieten kann und dass man halt auch gegebenenfalls einfach 3 Monate warten muss, bis der Fahrer sagt, yo, dass das Geld Ja, schon vor im allen Dingen, Vorkasse das mit weg den ist. Transfers, das war ja früher mal anders. Also ich Hast kann du ja mich noch an erzählt, ja. Radsportmanager-Teile erinnern, da konntest du auch Fahrer einfach kaufen. Und Ja. was die erst in den letzten Jahren meiner Meinung nach verschlechtert haben, ist, dass du keine Verträge vorzeitig verlängern kannst. Das ist auch scheiße. Das wird in der Realität so oft gemacht und früher ging das ja auch beim PCM. Und was halt auch so Müll finde, ist halt einfach, das war mal bei, ich weiß nicht, ob das bei Pro Evo mal war oder ob das mal bei FIFA war, Ja. aber das ist ja bei Pro Cycling Manager auch so. Wenn ich jetzt 80.000 für Valverde biete, dann habe ich diese 80.000 nicht mehr zur Verfügung, um die Konter neu zu geben. Ja, Also genau. theoretisch ist es so, ich sage, ey Valverde, Bruder, wie sieht's aus? Hier hast du 80.000. Ja, ist wirklich so. Es ist so, als würdest du zur Verhandlung gehen, nimmst deinen Ja. Geldkoffer mit, Ja. klatscht dem das Gehalt auf den Tisch und sagst, willst du haben, überlegst dir mal. Und das Ja, das Gehalt ist halt bleibt bei ihm, aber. bis er sich's überlegt hat. Ja, Und das bei ist FIFA aber. ist es ja nicht so. Das muss ich sagen, ist ganz positiv an FIFA. Nee, aber es gab mal einen Teil, da, ich weiß nicht, ob es FIFA oder Pro Evo war, eins Das war, war aber da 100 war es pro Pro ähnlich. Evo. Da war das auch so. Weil seit Aber. FIFA 19 zumindest, 19? seit FIFA 9, sorry, also seit ich Ja, das ist gut FIFA spiele, geregelt. ist Das ist es gut zumindest nicht geregelt. so. Nein, das ist schon gut geregelt dafür. Gerade halt auch die aktuellen Teile, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt auch so unnötig, weil es halt einfach auch null. Es hat einfach null mit Realismus zu tun. Das, Junge, ey, du gehst doch nicht zu der Vertragsverhandlung mit. Ein Fahrer und sagst, ja Bruder, hier bald dein Gehalt, schau mal gerne. Ja, ist echt so. Oh Mann. Ja, also das ist sowas, was mich ein bisschen stört. Was mich auch echt brutal stört und ich finde, ich meine, es ist wahrscheinlich ein kleines Entwicklerstudio, aber ich finde mal so, zumindest die Top 5 Sprinter auf der Wusste, dass Welt. was kommt. Ja, aber es ist halt einfach, was Ja. mich stört. Ja. Du hast null Individualisierung. Ja, Null. das stimmt. Alle sehen Sehen gleich alle, aus. auch von den Animationen her, es ist alles, als würden Roboter durch die Gegend fahren. Ja, und das ist halt einfach, ich meine, natürlich kann man nicht erwarten, dass die jetzt Milliarden in die Hand nehmen, Milliarden, also Millionen in die Hand nehmen, wie FIFA und Ronaldo so eine Maschine anzieht, damit die Ja. Bewegung einfach. Oh, das ist natürlich vollkommen klar, das ist auch nicht nötig, aber ich meine, ich sag mal, von zumindest den Top 10 Gesamtklassementfahrern auf der Welt. Das Gesicht reinzumachen. Noch nicht mal die Bewegung. Aber das, oder vielleicht sogar die Bewegung nicht so krass, das Gesicht eins von beiden. Aber ja, dann vielleicht von den besten Sprintern halt, dass das Spiel man halt einfach, dass man halt einfach so sieht, okay, ey, ich habe einen Contador und guck mal, das ist er. Und Ja, das ist mal halt. gucken, ob das noch kommt. Ich meine, sie haben ja einen Schritt in die Richtung gemacht vor 2 Jahren oder so, als es anfing, dass du halt auch die Körperstatur von dem Fahrer immerhin drin hast. Also, dass halt ein Pozzovivo doch einen anderen Körperbau hat als ein Greipel zum Beispiel. Das ist ja Ich schon finde, mal ein Fortschritt. ich glaube, man merkt, also, oder ich weiß, wie viele Leute daran arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz Ja. kleines Studio mit vielleicht 10 Leuten, Das glaube ich auch. die da dran sitzen und irgendwie versuchen, da das zu machen. Und dafür musst du halt sagen, ist in Ordnung. Ich meine, macht im Endeffekt jedes Jahr Spaß und man hat immer eine kleine Veränderung. Wie gesagt, manche sind nötig, manche sind nicht nötig. Aber ja, ich meine, für das, was die tun, ist es okay.
ist definitiv okay, ja. Wir haben auch einen Online-Modus drin, muss man auch. Man muss man auch sagen, ja, ist, ob das jetzt nötig ist oder nicht, ist ja egal, aber haben sie halt auch hingekriegt, einen Online-Modi dann reinzumachen, was ich auch eigentlich gar nicht schlecht finde, wird halt einfach nicht so genutzt, weil es halt einfach nicht so eine große Spielerzahl hat. Ja. Aber an sich, ja, kriegst du für dein Geld schon einen Haufen geboten. Und der Das Vorteil ist halt stimmt. einfach, im Gegensatz zum Tourspiel für die Konsole, ist halt einfach, du hast halt einfach drei Ligen, du hast halt einfach jedes verfickte Rennen auf diesem Planeten, ey. Ja, leider nicht jedes, aber Ja, aber größtenteils schon. Ja. schon so viel und das ist halt schon sehr geil. Und das, also 40 Euro, ne? Ja, 40 Euro. Ja, das Kostet ist neu, also ist schon okay. absolut. Und es ist halt das beste und einzige Spiel in dieser Richtung. Ja, Konkurrenz gibt's da nicht. Ja. Aber es gibt doch Trials Fusion. Was mit Fahrrad zu tun, Bruder? Ja gut, ja, gar nichts einfach. Nee, aber. Ja, aber ich finde es in Ordnung so, wie gesagt. Wenn ich, wenn man andere Entwickler sieht, was die halt so machen mit ihrem Geld und sowas. Ja, das stimmt. Manche haben viel mehr Geld und machen definitiv Ja. schlechtere Spiele. Von daher, man kann es auf jeden Fall Jahr für Jahr spielen, das muss man sagen. Ja, absolut. Ja, Absolut. Und ich das finde auch stimmt. das, wie gesagt, ich finde auch das Tourspiel nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Man, ich finde, alleine kann man es schlecht spielen irgendwie. Also ich finde so im Duo oder halt bei, wenn man beisammen irgendwie so ist, finde ich es halt viel Alleine ist halt geiler. irgendwie sau langweilig, ne? Ja, klar. Ja, Irgendwie. ist ja normal. Hast halt auch nichts zu tun, außer deinen Fahrer so. Ja, das stimmt. Und du kannst zwar zwischen den Fahrern hin und her switchen und so eine Scheiße, aber wer macht das? Dafür spielst du dann plus Second Manager. Ja, das ist richtig. Und was halt cool wäre, ich habe ja immer so die Hoffnung, dass das auf den neuen Tourspielen ist, Ja. dass man halt auch einfach mal online gegeneinander fahren kann. Halt. Das wäre wirklich cool. Sowas, worauf ich eigentlich hoffe. Wäre Aber. tatsächlich eine geile Geschichte, aber mal gucken, ob Das das ist halt, das kommt. Problem ist halt, es ist halt auch immer schwierig, weil es ist halt sehr zeitaufwendig und wann spult man vor und ich sag mal, eine Etappe geht halt 140 Kilometer. Kannst jetzt auch nicht sagen, jo, wir fahren einfach nur die letzten 50 Kilometer, weil vielleicht will jemand ausreißen. Und das ist schon, und ich sag mal, so eine ganze Etappe zu fahren, ohne jetzt einmal, also eine Schnellsimulation so ein bisschen nach vorne zu treiben, Ja. es dauert halt eine Stunde. Es dauert halt einfach eine Stunde. Ja, Deswegen so ist halt leider. online ein bisschen schwierig. Aber ja, erzähl mal, wie bist du jetzt schon auf dem Sattel, oder? Ja, nee, ich bin hier schon fertig. Ich wollte Ja, nur ach nicht so. das Gespräch gerade unterbrechen. Also Simon Okay. Spielak gewinnt die letzte Etappe. Marin Smorka im Zeitfahren immerhin Platz 9, also vor Nairo Quintana. Ist okay. Euro. Und in der Gesamtwertung, ja, verliert Rafa Struwwelpeter leider noch ein paar Plätze, wird 16. am Ende bei der Tour of Britain. Ja, aber mein Gott. Ja, ist okay. Es ist im Endeffekt. Ja. Ja, ist Ja. okay. Es ist Ja. Ja, okay. Wenn du sagst, es ist okay, dann ist okay. Etappensieg hat leider nicht geklappt. War ja auch ein Sponsorenziel, aber mein Gott. ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Muss man einfach mal so sagen. Nee, wie gesagt, wichtig war ja für dich eh einfach die ganze Saison über der Aufstieg. Ja. Der ist ja gelungen. Das stimmt. Inshallah, Bruder. Ja, als nächstes sehen wir uns dann die Tour du Doubs an. Ein hügeliges Rennen in Frankreich. Und ja, mal gucken, was da dann geht. Immerhin haben wir 6.800 Euro für nix bekommen bei der Tour of Britain. Auch nicht Nett. schlecht. Ja. Krass. Nice. Nice. Da würdest du sagen, Und daher würde ich an der sagen, ach so, ja, Stelle, hier nochmal. ja? Vuelta ist vorbeigegangen. Was meinst du, wer hat sie gewonnen? Ich habe halt keine Ahnung, wer mitgefahren ist. Ja, ich sag mal so ziemlich alle Großen, glaube ich. Kann ja Ja, mal aber kurz so gucken. jetzt Nairo Quintana. Naja, der ist ja hier bei Tour of Britain mitgefahren. Stimmt. Ist Chris Froome. Der ist, glaube ich, auch nicht mitgefahren. Now it's Contador. Muss ich mal gucken. Contador. Ist auch nicht. Doch, ist dabei. Der ist 23. geworden. And now it's Hurricane. Wow. Let's Adam go. Yates hat's gewonnen.
Ja, aber das war jetzt ehrlich der Nächste, den ich sagen wollte. Aber nicht Adam, sondern Sibach Simon. Krass. Vor Ion Izagirre, der ist einfach Zweiter geworden und Dritter wurde Dibobino. Alter, ich sag dir, ich bin so Fan, Alter. Ich, ja. Und das Krasse ist, der Yates hat Erzähl. einfach die Gesamtwertung, die Sprintwertung, die Bergwertung und die Nachwuchswertung geholt. Mal ganz Bei dem locker. läuft oder bei dem läuft, Alter. Ja, ist echt so. Mal ganz, ganz locker hier abgeräumt bei der Vuelta. Easy, Ach so, und Alter. jetzt können wir auf die Platzierung gucken, weil das war ja immer so. War irgendjemand von Cofidis oder sowas weit vorn bei der Vuelta? Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hoffen wir nicht, Bruder. Die haben doch nur Nullen. Ah ja, hier Na Dani Navarro, 11. immerhin. Wow. Aber damit sollte er keine großen Punkte geholt haben eigentlich. Schauen wir mal rein. Wir haben jetzt aktuell 3000 Punkte. Cofidis 2500. Also die haben doch ganz schön aufgeholt. Und Fortuneo hat 2200. Also sind wir Ja. immerhin noch 800 Punkte circa. Ja, die Saison ist ja relativ Ja, bald. eben 11. September. Oh. Da ist drauf, kämpfen wir selber und Oh. tragen ein Vollbart am 11. September. Junge Mann, es ist einfach nicht mehr lang, Mann. Ja. Dann ist ja alles vorbei. Türkei-Rundfahrt kommt noch, ansonsten nur noch Eintagesrennen. So ist es, Alter. Von daher würde ich sagen, bei der Türkei-Rundfahrt schön in Deswegen. Knast einsperren lassen, weil man es Junge, wegen Erdogan Junge, gesagt hat. bei der Türkei-Rundfahrt, da muss ich definitiv dabei sein, Alter. Oh Da treffe ich dir die Ali nein! Fiktusimir Musikspiele, alter Schwede. Hör mir auf. Okay, kein Problem. Also, Türkei-Rundfahrt bist du dabei. Bruder, sag mir Bescheid, gell? Ich komme mit Burak, ich komme mit Mahmoud, ich komme mit Ali. Ich finde es lustig, dass bei der Türkei-Rundfahrt hier ein Ergebnis von 2016 mit drin steht. Damals Hast hat du José gewonnen? González gewonnen und Zweiter wurde David Arroyo. Junge Bruder. Nein. Ja. Okay, Okay. Jungs, ich würde sagen, du bist draußen, ich bin draußen, ihr seid Ja. auch. Wenn ihr nicht raus seid, gell, geht raus, schwör ich, fick euch. Aber Spaß, haut rein, gell, macht's gut, peace out. Alle. Morakchen.